Ja. Und wenn man jetzt einen Tag so unterwegs ist, gerade so draußen, Fahrrad fährt zum Beispiel bei den Temperaturen und man an den Beinen und an den Armen nur sehr leicht bekleidet ist, so wie ich das praktiziere. Und den Kopf immer gut einpackt, ja, so Mützchen, ne, oder hier viele, viele Haare. Dann tut einem ja die Kälte sozusagen die Beine und die Arme in dem Moment verdichten durch den Fahrtwind und die Kälte halt, ne. Das quetscht sozusagen diese Extremitäten regelrecht aus. Und ja, der Schleim wird dann nach oben gequetscht und schon kommt es einem raus, ja. Und je nachdem, wie viel Schleim man im Körper hat, sifft das dann hier raus oder ist nur ein kleiner Tropfen. Ne? Moment. Immer schön raus damit. In diesem Sinne.